So, ihr Lieben, das lang erwartete Resümee-Video. Und da stoßen wir jetzt erstmal drauf an. Neben mir ist der Alan J. Reed, Prost. Der auch das letzte Mal schon mit war, also das vorletzte Mal mit war, bei Paul Gilbert und Steve Vai. Prost. Ja, wir sind Banausen und trinken aus Pappbechern 15 Euro Rotwein. Aber naja, es passt zu der Kultur der Amerikaner, sage ich dazu nur. Also das viel erwartete Resümee-Video zu John Petrucci's Guitar Universe und auch so ein kleines bisschen Florida, Everglades und Key West. Das werden wir ganz kurz abhandeln. Ja. Also meine Erwartungen waren sehr hoch, waren die höchsten, die ich bis jetzt an einem Camp hatte, weil ich ein absoluter John Petrucci-Fan bin, seit ich 16 bin. Ja, also die allererste Dream Theater-CD, die ich hatte, wenn Dream and Day Unite, die hat mich krass beeinflusst und seitdem auch alles. Also ich glaube, das meiste, was ich mit Gitarre spielen kann, kann ich entweder von der Images and Words, wo ich rausgehört habe, oder von dem Lernvideo Rock Discipline von John Petrucci, was meiner Ansicht nach eigentlich das beste Lernvideo damals war. Da gab es diese VHS-Kassetten. Viele werden sich wahrscheinlich daran nicht erinnern oder sind noch nicht alt genug. Oder doch, und haben schon mal eins von den Lernvideos gehabt. Jedenfalls Rock Discipline, wenn ihr das noch nicht kennt, das ist absolute Spitze, gibt es mittlerweile einfach auf YouTube zum Angucken. Ja, also die Erwartungen waren sehr hoch und auch die Gastdozenten waren halt alle diese modernen Gitarristen. Also es war jetzt kein klassischer Gitarrist, also der klassischste Gitarrist, der dabei war, war Zach Wild, würde ich mal sagen. Ja, ja. Genau, also das war der bodenständigste. Und dann fangen wir auch direkt an. Wir sind angekommen, diesmal alles glatt gegangen, Flüge so gut wie nicht verspätet. Strömender Regen, okay. Wir sind zwar im strömenden Regen gelandet und es hat auch geblitzt, also es war schon ein Gewitter. Und wir mussten noch eine halbe Stunde stehen, weil die Bodencrew bei den Blitzen nicht raus wollte, um das Flugzeug ans Gate zu ziehen. Ja. Aber es hat eigentlich alles geklappt. Wir hatten direkt unsere Koffer, wir hatten ein Taxi, sind zum Hotel. Das Hotel war auch vom Zimmer her okay. Ja, die Fahrstühle haben nicht so richtig funktioniert, aber... Meine Tasche wurde noch zerstört. Ah genau, seine Tasche wurde zerstört. Also irgendwas muss immer sein. Letztes Mal kamen die Koffer für eine Woche nicht, diesmal wurde seine Tasche zerstört. Aber er hat dafür einen neuen Koffer gekriegt im Wert von 160 Dollar und die Tasche hat 20 Euro gekostet. Insofern ein Upgrade. Ja, absolut. Das war cool. Genau wie heute haben wir auch ein Upgrade gekriegt. Letztes Hotel, Best Western, direkt am Meer. In Cocoa Beach. Wir haben ein Meerblick-Upgrade bekommen und das blende ich jetzt hier mal als B-Roll ein, habe ich eben gefilmt. Allerdings gewittert es sehr stark und ich habe sogar auf dem Video einen Blitz eingefangen. Ja. Ist schon krass. So, aber jetzt kommen wir mal. Also wir sind angekommen, Hotelzimmer war wirklich gut. 10. Stock, Fahrstühle, muss man manchmal 5 Minuten warten, bis einer kam. Einer war kaputt von 3 und 24 Stockwerke oder sowas. Ja. Und alle vom Guitar Camp waren natürlich dort untergebracht. 260 Leute plus die Crew plus die Dozenten, also knapp 300 Leute. Vor Ort anwesend und dann 3 Fahrstühle. Na, nicht so gut. Treppen wollten wir gehen. Problem ist, erstmal finden und dann erstmal beim Treppe runtergehen den Ausgang finden. Das war relativ schwierig. Nicht so gut ausgeschildert. Kommen wir zum ersten Abend. Da waren wir sie erstmal an der Bar, gell? Ja, zuerst mal bisschen was getrunken für ganz teures Geld. Genau, festgestellt. Dass das Bier, wie immer, in den USA einfach Kacke ist. Ja. Ich bin dann auf Whisky umgeschwenkt und habe gedacht, was ist denn das da oben? Hier, 15-jähriger Balvenie, einfach bestellt, ohne zu fragen, was er kostet. Ja, hätte ich mal gefragt, 60 Dollar, ein Glas. Er hat zwar sehr großzügig eingeschenkt, das muss man ihm lassen, aber ja, und dann noch 18% Tipp. Also, angekommen und dann ging es erstmal ins Bett und am nächsten Tag haben wir erstmal, was haben wir gemacht? Gefrühstückt, sind ein bisschen rumgegangen, ein bisschen geguckt. Stopp, wir haben den Abend vergessen. Den Abend, wir haben nur getrunken. Nein. Ach, am ersten Abend, ja stimmt. Ja. Am allerersten Abend. Am ersten Abend haben wir ein bisschen getrunken. War ja einen Tag bevor das Event erst losgegangen ist. Genau, und dann am nächsten Tag, da waren wir erstmal schwimmen, dann waren wir spazieren, haben wir geguckt, was alles so geht. Und dann ging es halt irgendwann um 15 Uhr los mit der Begrüßung von John Petrucci. Beach ist übrigens super geil da, super großer Beach. Im Meer selbst waren wir nicht. Weil es ein bisschen dreckig war, das liegt aber an der krassen Hitzewelle, die gerade Florida geströmt hat. Seegras überall, deswegen wird natürlich nicht weggemacht. Ist nicht so wie in Spanien, da wird es eigentlich direkt immer weggemacht von Küstenservice, aber in der USA scheint das nicht so der Fall zu sein. Nee. Und ja,
Was haben wir noch gemacht? Genau, also zum Strand will ich noch was sagen. Also das Wasser ist überall dreckig mit ganz viel Kram, weil es halt viel zu heiß ist. Und alle haben uns auch gesagt, es ist normalerweise nicht so heiß, es ist extreme Hitzewelle. Und das letzte Mal war es so heiß, als danach dieser krasse Hurricane kam. Richtig. Also hoffen wir mal, dass wir morgen noch gut rauskommen hier, weil es sieht schon alles so aus. Ja, dann ging es aber los. Nee, wir waren noch, frühstücken waren wir noch. Frühstücken war von der Schwedin. Da war eine Schwedin, die war sehr nett, aber das Frühstück war extrem geschmacklos und viel zu teuer für das, was es war. Ja. Dies wird uns noch öfter begegnen in diesem... Jetzt aber, 15 Uhr, Begrüßung von John Petrucci, war ganz nett. Und dann hieß es Konzert. Ja? Konzert war angekündigt, Zach Wild spielt mit John Petrucci, eigentlich bis 21.30 Uhr. Ging kurz nach 8 los, 5 nach 8 haben wir die Musik gehört, sind direkt von der Bar runtergestiefelt. Ja. Mussten dann hinten anstehen. Weil der Raum viel zu klein für die vielen Leute war. Also es gab nicht genug Sitzplätze für alle. Der Sound war für so einen kleinen Raum viel zu laut. Also die Hälfte hätte gereicht und es ist deswegen auch alles irgendwie verschwommen. Und man hat kaum die einzelnen Noten gehört. Und auch kaum den Gesang vom Zach Wild. Und die haben so... Das haben die Black Sabbath-Titel gespielt. Drei Black Sabbath-Titel haben sie gespielt. Oder eine könnte auch vom Black Rebel Society sein. Black Label. Black Label ist dann Zach Wild seine Band. Ja, genau, Black Label. So, jedenfalls, genau, haben die gespielt. Es war auch eigentlich ganz cool und so. Wie gesagt, Sound nicht so gut. Und dann dachte ich, ja, der Zach Wild, der musste dann gehen. Der musste einen Flug kriegen, weil er dann irgendwie... Am nächsten Tag hat er irgendwo hier, auch in Florida, ein Konzert als... Supportband, Pantera Supportband von Metallica. Ja, weil der Zach Wild spielt mittlerweile bei Pantera, falls es einige von euch nicht wissen, weil der Dimebag war ein Kumpel von ihm, ne? Richtig. Genau. Ja, das heißt, der musste weg und dann dachte ich, ah ja, dann spielt der Petrucci alleine weiter. Ja, nix war. Halb neun war das Konzert zu Ende. Halb neun war das Konzert zu Ende. Vielen Dank, das war der erste Abend. Tschüss. 25 Minuten Konzert, drei Lieder. Das zweite Lied war, glaube ich, so eine 10 Minuten. Absolutes Monster-Gewichse. Ja, also man kann sagen, Gewichse, wir weinen damit unsinniges Schnellspielen. Ansonsten muss es rausschneiden werden. Ja, nee, wir schneiden gar nichts raus. Wir schneiden das alles drin. So, und jetzt sag du mir mal, wie sauer war ich danach? Bernd war extrem sauer. Er hat mich regelrecht angeschrien, wie scheiße das alles war und warum hier nur 20 Minuten Musik gemacht wird und das Konzert doch ein klein bisschen länger gehen sollte. Meine Frau nennt das Rumpelkills, wenn ich so drauf bin. Ja, der war auf jeden Fall da und zwar mehrere Stunden war der da. Also er war kurz vorm Ausrasten und hätte am liebsten irgendeinem wahllosen Opfer jetzt brechen wir an der Stelle geköpft ab. Oder so. Jetzt brechen wir an der Stelle ab. Jedenfalls, ich war wirklich tierisch sauer und habe gedacht, ja, es kann ja nur besser werden und ja, nächster Tag. Es ist so organisiert, es geht um 9.30 Uhr los. Und ich habe schon gedacht, bei so vielen Dozenten, wie können wir die nur alle sehen? Bei zwei Breakout-Classes am Tag. Also Breakout-Classes ist, wenn es verschiedene Räume gibt, wo die einzelnen Leute sind. Und das war eigentlich ganz gut. Die Räume waren dann groß genug. Ja, waren sehr viele Räume auf dieser einen Ebene. Man hat alles leicht gefunden. Und es waren dann aber drei Breakout-Sessions. Immerhin. Nicht zwei. Das heißt, man konnte. Es waren dann insgesamt 12. Man hätte jeden einmal sehen können. Ja, denke schon, ja. Genau. Hätte man. So, als erstes war ich bei Toast in der Basi. Und es war spitze, weil bei der ersten, wo ich bei ihm war, ich war bei zwei, hat er direkt ein Konzept gehabt und hat uns so ein bisschen mit Hybrid Picking was gezeigt. Richtig krasse Sachen und der hat ja, der unglaublich, was der so spielt. Ich sehe gerade, da sind welche schwimmen. Ja. Im Gewitter. Ja. Krass. Normal hier. Ja, normal hier, ja. Ja, also das war geil und dann, ich kann mich auch gar nicht mehr so richtig erinnern, was danach war. Danach als zweites nachmittags sind wir... am ersten Tag zu Joshua Stephan gegangen. Genau, wir waren zu Joshua Stephan. Ist übrigens ein deutscher Gypsy-Jazz-Gitarrist. Ja, und das darf man sagen, das sagt er selber. Ja, wenn jetzt jemand kommt, bitte. Man soll das nicht sagen, Gypsy. Nein, man darf das sagen, er sagt es selber. Das ist Gypsy-Jazz, so heißt die Musikrichtung. Fertig aus. Und das war phänomenal gut. Absolut, absolut. Also, gutes Konzept. Wurden natürlich auch zu viele Fragen gestellt. Mit Question-Answer-Kram, Q&A. Aber er hat direkt dann noch gezeigt, den Gypsy-Anschlag mit der rechten Hand und so.
und hat schon sein Ding ein bisschen durchgezogen. Genau, das hielt sich leider nicht über den ganzen Workshop. Man muss dazu sagen, es waren extrem viele Leute da, ganz im Gegensatz zu den anderen Workshops, die Anfänger waren und sehr jung waren und so, wo ich ja überhaupt nichts dagegen habe, aber die haben dann Fragen gestellt, wo es in YouTube 50.000 Videos von den jeweiligen Künstlern gibt, die das beantworten. Zum Beispiel, wie verkaufe ich Merchandising-Artikel auf YouTube? Ja? Und das wurde dann einem Tosin Abasi und einem Plini gestellt, solche Fragen. Und das hat uns tierisch aufgeregt, weil wir sind in einem Event mit den weltbesten Gitarristen und dann fragen wir die natürlich die Geheimnisse, die sie haben, ihre Spieltechnik. Und dann kommen so Anfängerfragen. Das hat mich ziemlich aufgeregt. Und es war noch nicht mal zum Spielen Anfängerfragen. Da hätte ich schon noch gesagt, okay, ja, die haben ja auch bezahlt. Aber, oh, was für ein Gelaber. Genau, am ersten Tag waren wir noch bei Tim Henson. Genau, der Tim Henson hat nur geredet, er hat keinen einzigen Ton gespielt. Stimmt. Aber es war gut. Also er hat so sein Konzept und sehr viel geile Tipps gegeben. Also wenn du da jetzt irgendwie so ein junger Gitarrist bist, der irgendwie durchstarten will auf YouTube oder generell mit Musik Geld verdienen will, Gold wert. Das muss man sagen. Es war ein bisschen philosophisch. Es war ein bisschen philosophisch, ähnlich wie bei Steve Vai. Und hat uns eine App empfehlen zur Achtsamkeit und sowas. Also das ist ein krasser Typ. Also er schreibt ungefähr seit 9 oder 10 Jahren. Seit 9 Jahren schreibt er ein Journal in so eine App rein mit Bildern. Und er kann dir im Prinzip genau sagen, was er heute vor 1430 Tagen gemacht hat. Okay, ja, aber Tim war eigentlich auch cool. Und das war ich eigentlich für den ersten Tag, war ich dann wieder versöhnt. Ich habe gedacht, ja, das ist cool. Ach genau, ich habe bei der John Petrucci Masterclass, der macht immer bei seinen Masterclasses vorher Trivia, nennt er das. Und dann stellt er irgendwelche Fragen über Dream Theater, über seine Endorsement-Artikel und so weiter und so fort. Und dann war die Frage, was war die Frage? Genau. Was sind die speziellen Features des Mesa Boogie Mark 6? Und dann habe ich noch gedacht, was will der mit einem Mark 6? Es gibt keinen Mark 6. Die sind direkt von Mark 5 auf Mark 7 gesprungen. Und was ist passiert? Und dann habe ich die Antwort gesagt, there is no Mark 6. Die war richtig. Hab ein Mesa Boogie Verzerrpedal gewonnen. Im Wert von 200 Euro. Direkt den Hauptpreis. Direkt den Hauptpreis von dem Tag, ja. Das war dann ganz gut. Da war ich erstmal wieder versöhnt. So. Prost auf den Hauptpreis. Prost auf den Hauptpreis. Dann hat der John Petrucci an dem ersten Tag 2 Masterclasses gegeben, 1:30 oder so, 90 Minuten? Ja, ja, 75 Minuten waren es. 75 Minuten. Da war aber dann krasser Blitz gerade. Ja. Und die gingen nur um seinen Sound. Und er hat gleich am Anfang gesagt, er hat nur 3 Sounds. Und es sind im Prinzip die 3 Sounds von seinem JP2C Head. Clean, Crunch und, also mit Crunch meint er Heavy Metal Rhythmusgitarre. Also nicht, dass ihr denkt, das wäre irgendwie Blues Crunch oder sowas. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ja, und halt Lead Sound. Und dann ein paar Effekte dazu. Und das hat er 2 Masterclasses ausgekostet. Dann musste dann irgendwann einer hoch und mit einem anderen Amp das Setup aufbauen. Klar waren da ein paar Sachen dabei, die manche noch nicht wussten. Als Petrucci-Fan wusste ich das alles. Außer den Delay-Zeiten, die er uns gesagt hat für seine Sounds. Er hat uns genau die Delay-Zeiten gesagt für seine Sounds. Jo, ich meine, ob das jetzt 1000 Millisekunden sind oder 950, ist jetzt auch wirklich egal. Stimmt. Es war bestimmt, also wenn ich das jetzt vor 25 Jahren gehabt hätte, den Workshop, wo ich noch keine Ahnung habe von Sound, hätte ich wahrscheinlich gesagt, das war cool. Jetzt weiß ich, wie der Petrucci-Sound geht. Mittlerweile und vor allem, weil es ja ein Petrucci-Plugin gibt mit Presets, wo das alles drin ist, ob man das unbedingt machen muss als Masterclass, wenn man 3000 Euro für einen Workshop bezahlt, weiß ich nicht. Aber okay, viele hat es interessiert, ich bin ja nicht der einzige Teilnehmer. Ja, dann ging es weiter am nächsten Tag, wo waren wir da in Breakout-Classes? Ich war, wir waren zusammen bei... Stopp, wir haben das geilste... Konzert, haben wir vergessen. Geilste haben wir vergessen, abends das Konzert war zuerst, war Larry Basilio, waren 3 Titel, die waren cool, sauber runtergespielt, ja. Die Madame. Ja, hat sie super gemacht, aber es war zu Playback, ne? Also die hatte halt alles außer ihrer Gitarre, kam vom Band, vom iPhone, klack, klack. Wer war zweite Nummer? Wer war der? Aaron Marshall? Aaron Marshall war der zweite von Intervals. Der dritte? Wer war denn das? Gott, es hat auf jeden Fall noch jemand. Genau, der Schwede. Der war eigentlich zweiter, ist egal. Genau. Fredrik Åkesson von Opeth. Ja, der hatte keine Instrumentaltitel vorbereitet und hat dann einfach gejammt und hat sich so richtig schön... 2 Titel, ein brutales Geschreddel. Ja. 2x10 Minuten unfassbare Licks, unfassbar schnell,
Timing, ja. Als ob er schon so ein paar Wein hatte. Ja, mehr oder möglich. Weniger. Möglich, aber für so, war okay. Für so Ultra-Schredder war das mit Sicherheit cool. Ja. Und für Opus Fans auch so. Fans war es bestimmt auch cool. Was Besonderes. Ist ein cooler Typ übrigens, mit dem haben wir dann irgendwann noch... Ja, der Workshop war dann viel besser. Mit dem haben wir noch einen Bourbon getrunken. Genau, mit dem haben wir noch einen Bourbon getrunken, einen billigeren. Der war cool, der Typ. Und dann kam natürlich Joscho. Genau, Joscho. Und der hatte gedacht, der sollte Solo spielen oder mit Jamtrack. Und hat er gesagt, nee. Hat er sich einen Rhythmusgitarristen gebucht. Aus Miami. Miami. Den hat er irgendwie, mit dem hat er vor 20 Jahren in Deutschland gespielt, weil der hat früher in Deutschland gewohnt. Mhm. Der war eigentlich cool, war kein reiner Gypsy-Gitarrist, sondern eigentlich eher so ein Jazz-Latin-Gitarrist mit ganz normaler Akustikgitarre. Ja, hat es aber super begleitet. Ja, und dann hat der Joshua angefangen zu spielen und da wussten wir auf einmal, wo der Hammer für den Workshop hängt, weil der hat, also das war kein Vergleich zu allen anderen, es war einfach monstergeil. Mit der Akustikgitarre hat der alle in Grund und Boden geschreddet. Ja, und man muss dazu sagen, das Publikum, das John Petrucci-Publikum war total geflasht. Standing Ovations, der größte, also dreimal so viel Applaus wie alle anderen. Zwei Zugaben musste er spielen. Nach jedem Lied haben die Leute da gestanden und haben geklatscht. Und er hat das voll durchgezogen. Er hat gesagt, nee, ich spiele keine drei Titel. Ich habe mir den Jazz-Gitarristen aus Miami gebucht für eine Stunde oder so. Genau, hat er ewig gespielt. Und ich ziehe das jetzt voll durch. Das fand ich geil. Ja, das war der absolute Highlight des ganzen Workshops. Und das sage ich jetzt schon. Ja. Nimmt natürlich ein bisschen die Spannung aus. Einige werden jetzt abschalten. Einige haben wahrscheinlich schon abgeschaltet. Ja. Ist aber auch egal. Ihr wollt das ja immer wissen, ne, mit dem Workshop. Ja, dann ging's. Also das war geil. Nächsten Tag haben wir uns noch ein paar Leute angeguckt. Wir wussten allerdings nicht richtig, wen wir uns angucken sollten. Ich habe mir dann nochmal Drosen Abasi angeguckt und konnte ihm ein paar Fragen stellen und sogar ein Selfie mit ihm machen. Wenn ich dran denke, dann schätze ich das auch ein. Da waren wir noch beim Frederik. Beim Frederik waren wir, genau. Der hat coole Shredlicks gespielt, langsam gespielt. Einmal langsam, einmal schnell. Schön erklärt auch die Theorie davon. Genau, und hat dann später zugelassen, dass jeder das mit Video aufnehmen durfte. Ist auch nicht so ganz üblich in der USA, ja. Aber er ist ja Schwede, er ist da locker drin. Bei Lari waren wir noch. Die hat angefangen mit dem Lied. Was ich auch gut fand, also es war viel zu wenig bei diesem Workshop, dass die auch mal einfach ein Lied im Workshop gespielt haben, wo man ganz genau sehen konnte. Weil im Workshop sind immer nur so 20, 30 Leute, naja, vielleicht 40, manchmal waren es auch 40. Und dann kann man halt natürlich viel genauer sehen, aber das hat, außer Lari, hat das keiner gemacht. Genau. Du warst dann bei Tosen wieder, so wie du gesagt hast. Genau, ja. Ich war bei Joscho wieder, weil ich wollte mal gucken, was da in der sogenannten Advanced Class passiert. Hat er eigentlich wieder seine rechte Handtechnik gezeigt, aber hat dann auch Solo-Konzepte gezeigt, Arpeggios spielen über Akkordfolgen, und er hat dann gesagt, er denkt ausschließlich in Akkordfolgen, weiß genau, welche Arpeggios er über welche Akkordfolgen spielen kann, und er macht sich das Ganze einfach, er denkt in Dur und Moll, Arpeggios verminderte, also alles drei Klänge und keine vier und fünf Klänge oder sonst irgendwas. Fand ich ziemlich cool. War ein guter Workshop. Der Tag war schon rum. Freitags war genau. Also ich glaube, wir verwechseln jetzt auch bestimmt einen Tag mit einem anderen oder so. Nein, verwechseln wir nicht. Wir verwechseln nur so, wo wir morgens und mittags waren. Genau, ja, aber das spielt auch keine Rolle. Genau. Wen habe ich noch gesehen? Genau, ich habe noch Jason Richardson gesehen. Das war dann, glaube ich, am letzten Tag. Das war ganz cool, weil der hat halt so. Also, der Jason Richardson ist ein Typ, der improvisiert eigentlich gar nicht. Der legt sich alles zurecht. Und er komponiert vor allem auch die schnellen Sachen auf 50% Geschwindigkeit, dreht sich dann im Programm auf 100%, hört sich an, ob es sich lohnt, es zu üben. Wenn es cool klingt, übt es dann, bis er es auf 100% kann. Und der Typ ist ja unfassbar schnell. Ja, also das ist krass. Und er steht total auf Orchesterkram und dann arrangiert er auch so Orchestersachen. Der hat auch ein paar Sachen gespielt, wo er dann genau gezeigt hat, was er macht und so. Der hat auch alle Fragen beantwortet. Und ja, das war eigentlich auch ziemlich cool. Jason Richardson war auch ziemlich cool. Ja, cool. Und dann haben wir noch gesehen, zufällig haben sie dann Plini und Tosin Abasi zusammengelegt. Und das war ganz lustig, weil die haben so ein bisschen zusammen einen Workshop gegeben, haben sogar, weil einer gefragt hat, zusammen was komponiert on the fly. Ja. War sehr cool. Das war cool. Ich war auch mal an einem Tag bei Plini und Aaron Marshall. Das war leider wieder nur Q&A. Wurde eigentlich 75 Minuten nur gesprochen über
Musikbusiness, über wie man sich vermarktet, wie man Sachen auf Spotify vermarktet oder auf YouTube und Videos dreht und dies und jenes, die Musik hochlädt, Touren, davon Geld verdient, ob das heute noch geht oder nicht geht. Aaron Marshall hatte da eigentlich schon ein Konzept, weil er hat da schon Touren mit Dreamsetter gemacht, Touren mit Abasi, also... Genau, von mit Intervals, ne? Ja, ja. Genau. Und P war eigentlich eher so, hat man gedacht, der ist so eigentlich da reingestampft in das Musikbusiness, so nix so wirklich einen Plan gehabt, konnte auch kaum was dazu erzählen, hat halt kurz erzählt, wie das halt alles kam. Ola Englund muss ihm mal irgendwann vorgeschlagen haben, im Internet angepriesen haben und Steve Vai hat es dann irgendwie zufällig gesehen und dann wurde er irgendwie in die USA eingeflogen und dann ist das so ein bisschen ins Rollen gekommen. Ja, wobei man dazu sagen muss, die haben lauter Fragen über Musikbusiness gestellt und Aaron Marshalls nächste Klasse hieß Musikbusiness. Ja. Aber halt nicht die. Ja. Und die wollten spielen, die Jungs. Ja, ja, ja. Und sie haben halt keinen Ton gespielt. Und da war ich richtig angepisst. Da war er so angepisst wie ich am ersten Abend. Und weil wir kommen ja hier nicht her, um irgendwelche, ich meine, es gibt ja Klassen, da steht Musikbusiness. Tim Henson, seine erste, war auch Musikbusiness. Ja. Und das hat er auch richtig schön breit getreten, hat er auch super gemacht. Und ja, es wurde halt sehr wenig, also die Musik kam zu kurz. Ja, viel zu kurz, leider. So, und dann kommen wir zum letzten Abend. Und jetzt weiß ich gar nicht, was ich zu der Frau von Petrucci sagen soll. Also man muss dazu sagen, die Frau von John Petrucci, die Rena Petrucci spielt in einer Female Trash Oldschool Metal Band. Genau. Zusammen mit den anderen. Mit den anderen Frauen von den Dream Theater Leuten. Richtig. Mit dem Portner seiner Frau, mit dem John Myung seiner Frau. Genau, und die Schlagzeugerin ist eine andere. Ist so Oldschool, fast schon deutscher Trash Metal wie Creator ein bisschen. Ja. Mag man oder mag man nicht. Es ist, ja. Und die hat auch Workshops gegeben und wir haben gedacht, ist die Frau von Petrucci, die wird schon spielen können. Ich will Leute nicht zerreißen, ja, aber ihr hört schon, wo es hingeht. Dann hat die das erste Set gespielt, auch drei Lieder. Und da haben wir schon gedacht, die hatte auch irgendwelche Instrumentaltitel. Ja, nichts, nee, die hat einfach Playback von der Band gehabt, mit Gesang und hat dann irgendwie so Rhythmusgitarre gespielt und mal so ein kurzes Solo. Und ganz ehrlich, das war so, naja, also wir haben so gespielt mit 17. Ja. Ohne, ich will nicht angeben. Ich will einfach nur die Wahrheit sagen, ja? Es war halt. Ich gehe davon aus, wenn ich auf so einen Workshop gehe und 3000 Euro bezahle, dass alle Dozenten so ein Stück über mir stehen. Das war da definitiv nicht der Fall. Und die hat da einfach meiner Ansicht nach nicht auf die Bühne gehört. Nette Frau bestimmt und so. Und der Petrucci hat ihr da wahrscheinlich reingedrückt. Klar, wenn man halt, die Frau kriegt auch noch was. Aber ganz ehrlich, das hätte sich komplett sparen können. Das war nix. Das ist so leider nichts. Ja, so ein Fandom-Ding, ja. So ein Fandom. John Petrucci mit Frau, die er damals kennengelernt hat, wahrscheinlich. Das ist immer schwierig. Das ist wie wenn vom Bandleader die Frau singt und sie kann es nicht. Ja, also dann sagen auch alle nichts. Man sagt, ja, very nice, Haben dann auch alle gesagt und alle haben wahrscheinlich das Gleiche gedacht wie wir. Es war halt, ich meine, es war jetzt nicht super schlecht, aber es war halt so, wie sage ich, was hast du dir gesagt? Gute Schülerbandniveau. Ja. Ja, würde ich sagen. Ja, mehr war es nicht. Was mir zu den Tagen auch noch einfällt, ist, was mich ein bisschen verwundert hat, auch hier Schwedens Gitarren-YouTuber Nummer 1, Ola Englund, netter Typ. Wir haben mit ihm gesprochen, weil ich ja auch eine Solo-Gitarre habe. Mit ihm kurz gesprochen, ein paar Bildchen gemacht und so. Ich habe gedacht, er macht irgendeine Art von Workshop. Also es war auch irgendwie angepriesen mit Maddie. Der genau, es hieß mal, dass er abends einen Workshop macht und dann war eben auf einmal das wieder nicht mehr. Ja, er wollte einen Workshop mit Maddie machen. Das ist der Gitarrentechniker von John Petrucci, der übrigens eine deutsche Frau hat. Die haben wir auch kennengelernt. Genau, am ersten Tag im Fahrstuhl. Und dann später haben wir sie noch ein paar Mal gesehen, mit ihr gesprochen. Ja, irgendwie Ola Englund war irgendwie mehr oder weniger fast abgetaucht, hat ziemlich viel gefilmt für seinen Channel. Hat auch schon Sachen auf YouTube hochgeladen, auch in so einem Vlog oder so. Ich habe echt gedacht, er macht einen Workshop, weil er spielt saugeile Riffs. Also das muss man echt sagen. Seine Riffs sind... Ist auf jeden Fall so ein Stück besser als die Frau von Petrucci. Ja, er spielt auf jeden Fall geile Riffs. Hat auch da, glaube ich, schon ein Album.
Chuck Riffs oder irgendwie veröffentlicht da mit seinen ganzen Riffs, die er da bei Sunday with Ola immer macht, jede Woche einmal. Aber leider hat er nichts gespielt, außer bei einem... Hat ihn der Petrucci auf die Bühne gerufen und er soll ein paar Akkorde spielen. Er sollte 4 Akkorde spielen, ich glaube H-Moll, G-Dur, D-Dur, A-Dur, und hat den Rhythmus gar nicht mitgekriegt, war immer ein Vierteltakt zu spät und Petrucci musste immer stoppen bei seiner Spielerei. Man hat aber auch gesehen, dass der Ulla einfach, weil Petrucci ist sein absolutes Idol, ja, der war total nervös. Ich meine, wenn ich jetzt da gehockt hätte und er hätte gesagt, Bernd, komm mal hoch auf die Bühne, spiel mal ein paar Akkorde für mich. Hätte ich wahrscheinlich auch so. Wobei mittlerweile bin ich da echt abgeklärt, aber der Ulla war sehr nervös. Also deswegen, man sollte das nicht zu ernst nehmen, der spielt schon geil Gitarre, der Ulla. Ja, aber irgendwie... Ja, aber es war schade, dass er nicht mehr gemacht hat. Er hat, war auch bei, hat einen, keinen eigenen Workshop gemacht, war eigentlich auch nur als Schüler dort, kann man sagen. Ja. Hat das Einzige, was war, er hat halt Autogramme gegeben, ja. Ja, und ich habe auch ein Selfie mit ihm. Das blende ich jetzt wahrscheinlich auch ein, wenn ich dran denke. Ja. Das ja, war's. Also mit ihm reden war mal ganz cool. Ja, weil er ist halt immer nett und so. Und hat seine Frau dabei gehabt. Immer. Ja. Ja. Was? Vom Workshop her? Genau, vom Workshop her war es genau, ja, da kam ja noch. Nee, da kam ja noch Tosin Abasi. Oh ja, sonders auch. Nach der Rena Petrucci. Genau. Und der hat auch zu Jamtrack gespielt, aber der Tosin hat halt mal so richtig einen abgerobbt mit seinem Thumping und mit seinen Sachen. Und er hat echt von der neuen Platte was gespielt, wo ich immer. Also, ich meine, ich wusste, dass das auf der Platte schon, dass er das spielt und so, aber ich habe es nicht wirklich geglaubt, bis ich es einmal live gesehen habe. Und er hat einen Song im Workshop, also das schwierige Riff im Workshop gespielt, wo ich gedacht habe, er ist unglaublich, dass er das wirklich spielen kann. Und auch einen von den krass schwierigen Dingern an dem Abend, direkt als Opener. Und dann hat er noch so einen neuen Titel gespielt, den ich noch nicht kannte. Oder, keine Ahnung, den ich vergessen habe. Und er hat so ein krasses Thumping-Ding gespielt. Boah, ey. Also... Leider zum Jam-Track, aber ich meine, das hat, kann halt jetzt wirklich mit einfachem Drama spielen. Ja, man muss auch dazu sagen, er hat irgendwie gefühlt eine Fingerkuppe mehr. Ja, genau. Und also einen riesen Daumen. Riesenfinger, also doppelt. Ach genau, doppelt die, so groß, wir beschweren uns die ganze Zeit, dass die Leute nur mit Jam-Track spielen. Und dann denkt man vielleicht, ja, also auch keine Band da. Ja, es war die ganze Zeit, waren Dave LaRue und Mike Mangini vor Ort. Die haben mitgegessen, die waren die ganze Zeit da, die haben aber nichts gemacht. Außer am ersten Abend nach 25 Minuten mit Zach Wild und am letzten Abend, und das kommt jetzt. Doch, Dave LaRue hat noch einen Workshop gegeben. Dave LaRue hat einen Workshop nicht mitgekriegt, okay. Ja, aber dann haben sie an dem letzten Abend halt mit Petrucci gespielt und dann hat er endlich mal sein Solo-Kram gespielt. Hat auch 75 Minuten war es oder 60 bisschen, Minuten? Ja, eine Stunde, bisschen drüber. Bisschen über eine Stunde. Sound war leider wieder nicht so geil, man hat die Noten nicht so gut gehört. Er hat sich auch ein bisschen verspielt. Also ich habe gedacht, wenn der jetzt anfängt, dann knallt das. So richtig geknallt hat es nicht. War auch wieder das Problem mit dem kleinen Raum. Ja, Sound viel zu laut. Viel zu laut, und wie das dann halt so ist bei Akustikphänomenen, ist das dann, dass es überall Reflexionen gibt. Und der Raum war einfach nicht dafür gebaut, so ein lautes Konzert zu geben. Die Hälfte der Lautstärke hat wahrscheinlich sehr geholfen. Und jetzt müssen wir noch dazu kommen, jetzt haben wir ja die ganzen Masterclasses von Petrucci noch gar nicht besprochen, nur die erste mit Sound. Also erstens, der Petrucci hat halt immer, wenn er was vorgespielt hat, und er hat schon ab und zu mal was gespielt, volle Lautstärke gefahren. Das heißt, die Sprache war normale Lautstärke, und sobald er was gespielt hat, war das so richtig so, wo meine Uhr gesagt hat, Lautstärkewarnung kann zu Hörschäden führen. Ja? Da denke ich mir, warum? Hat der irgendein Ego-Problem? Warum muss der so laut spielen? Und das war die ganze Zeit. Ich gehe nachfüllen. Geh nachfüllen. Rede weiter. Ja, zweiter Tag Masterclasses hat er sein Akkordkonzept gezeigt. Und jetzt muss ich was sagen. Also dieses Akkordkonzept, was er gezeigt hat, das macht er ja nicht alleine. Und zwar hat er einfach so Akkorde mit ganz vielen Leerseiten und Optionen. Viele der Akkorde, die er gezeigt hat, sind in meinem Grundkurs Akustikgitarre drin. Ja, ihr habt richtig gehört, in meinem Grundkurs Akustikgitarre. Prost. Und das hat mich sehr geschockt. Ne? Also es war an dem zweiten Tag auch für mich absolut nichts Neues. Als Petrucci-Fan. Okay, ich bin halt wirklich ein Petrucci. Ich habe Sachen von ihm rausgehört, konnte fast das ganze Images and Words Album spielen. Da sind die ganzen Sachen halt schon drin. Und ich war halt so ein bisschen enttäuscht. Da kam halt irgendwie nichts, weil ich noch nicht wusste. Ja? Natürlich liegt es daran, dass ich Petrucci-Fan bin und schon viel von ihm gemacht habe. Klar, muss man jetzt fairerweise sagen. Aber was Neues für mich war da definitiv nicht. Da
dabei. So. Und am letzten Tag hat er dann so ein bisschen angefangen mit Melodien und Phrasing und ein bisschen Schnellspielen. Jo. Was er auch sehr viel gemacht hat, ist seine Produkte zu promoten. Ist ja eigentlich schon okay, wenn das jetzt irgendwie seine Boogie Amps und seine Music Man Gitarren sind, ja? Aber er hat auch statt einer kompletten Masterclass über sein Bartöl geredet und seinen Bourbon. Bourbon, genau. Rock the Barrel Bourbon. Das ist auch irgendwo von Long Island, und irgendwie Brennerei. Genau, irgendwie aus New York, der Brennerei. Ich weiß jetzt nicht ganz genau. Wir haben auch ein Whisky-Tasting gehabt. Das war allerdings ganz cool. Da war der Chef von der Brauerei. Und die anderen Bourbons haben besser geschmeckt als seiner. Wir haben sie alle probiert. Es waren 5. Hicks. Das war schon ganz cool. Aber das hätte auch gereicht, einfach das Whisky-Tasting. Da hat er aber 75 Minuten da gehockt und hat... Also wir waren nicht da, hat nur über sein Bartöl und über seinen Scotch, nicht Scotch, seinen Bourbon geredet. Und das ist halt dafür, dass du halt Geld bezahlst für so ein Event. Da hätte auch können noch eine Masterclass machen, gell? Ja. Er ist der absolute Petrucci-Fan. Ich fand Petrucci zwar schon immer cool, aber ich war nie so der mega Petrucci-Fan, weil ich höre ein bisschen andere Sachen. Das Konzert fand ich persönlich eher medium. Weil ich auch als Petrucci-Fan. Absolut, ich bin ein absoluter Sound-Fan. Ich mag es, wenn der Sound beim Konzert glasklar ist. Mir ist es klar, dass es nicht bei jedem Konzert geht. Und dann mache ich auch einen kleinen Vorwurf an den Tontechniker. Ich habe irgendwann mal Tontechnik gelernt in meinem früheren Leben. Weiß nicht, angeblich der Original. Das war der Mixer, der Tonmischer von Dream Theater. Ja gut, der müsste beim Labrie sowieso mal in den Autotune... Da wollen wir jetzt nicht mit anfangen, sonst geht das Video ewig. Ja, auf jeden Fall... Der war zum Glück nicht da, der Labrie. Ja, und hätte auch Autotune gebraucht. Auf jeden Fall hätte es der Soundingenieur besser machen können, halbe Lautstärke fahren können, ja... Bisschen weniger Delay und Hall. Ja, es war schon von hinten raus, Petrucci hat von hinten raus schon sehr viel geblasen. Muss man dazu sagen. Ja, er konnte es eigentlich gar nicht leiser machen, wenn man so überlegt. Ne? Er konnte es fast nicht leiser machen in dem kleinen Raum. Aber die Hälfte der Lautstärke hätte gelangt. Wäre auch gegangen, wenn man es gewollt hätte. Man wollte es aber irgendwie nicht. Nee, der Petrucci hat direkt gesagt, ja, also wir könnten auch leiser machen, aber wir sind ja Metalheads, deswegen waren wir laut. Ja, und was mich total verwundert hat, ich bin auch ein absoluter Fan von Delays bei Solo-Gitarren und so. Das macht es schön breit und groß. Aber es war bei Petrucci fast zu breit und zu groß. Also es war so wuchtig, es war irgendwie so eine 70-30 Einstellung, also 70 Watt. Ja, und also das Delay war so laut, dass man eigentlich hätte spielen können, was man will, und es klang gut. Ja. Also es war, viel zu... Es war sehr viel Delay, sehr viel Delay. Es hat mich echt verwundert, weil das hat er vorher nicht gehabt. Also ich muss ehrlich sagen, für mich hat es den Petrucci leicht entzaubert. Ja. Eigentlich schon, weil... Also das beste Petrucci-Solo, was es jemals gab, das ist irgendwann zu der Zeit, wo die Live at the Budokan, also Awake-Tour, glaube ich, war das, oder sogar die Images and Words-Tour, wo er ein Solo spielt, das gibt es überall auf YouTube. Falls ihr es nicht findet, guckt euch irgendwie die 10 besten Solos von Justin Hombach an, da zeigt er ganz genau, wo das ist und so. Das ist so eine schöne, so ein balladesker Jam-Trick, wo er einfach von 10 auf 12 spielt. Von der Musikalität her, von der Improvisation her, das ist der beste Petrucci-Moment, den ich kenne. Da war aber keiner da, der hat nur Knüppel aus dem Sack, gib ihm... Also um es ein bisschen zu relativieren, muss ich sagen, ich sehe da jetzt bei Petrucci in den letzten 25 Jahren keine große Entwicklung mehr. Nee, und das, da muss das, ich zustimmen. Das, was er jetzt kann, hat er vor 25 Jahren schon gekonnt und gespielt. Von der Geschwindigkeit gab es von der Images and Words zur Scenes from Memory und schon Awake. Eine Entwicklung. Und Awake. Ja, Awake, da war ein bisschen Entwicklung, also von der Geschwindigkeit her. Ja, okay. Aber so von der Improvisationstechnik und wie geil die Solos sind, sehe ich ehrlich gesagt. Also es ist immer noch natürlich Weltklasse. Ja, da brauchen wir gar nicht reden. Absolut gehobenes Niveau. Aber da ist nichts mehr passiert. Und da muss ich sagen, wenn du da danach halt irgendwie so die modernen Leute hörst. Das heißt, also wie gesagt, als absoluter Petrucci-Fan, das ist mein Idol eigentlich, hat früher Petrucci-Schrein. Es wirkt ein bisschen Old-Style. Ja. Es wirkt ein bisschen Old-Style, es ist Prog,
Rock, Rock, Metal, so wie Streams ja da spielt oder wie es auch Petrucci spielt, ist geil, aber irgendwie ist es auch... Also das Konzert hat mich nicht geflasht. Also irgendwie ist es auch ein bisschen Old-Style. Also ich habe ja jetzt den Vergleich zu drei anderen Camps vom selben Anbieter. Und da muss ich sagen, Paul Gilbert hat am ersten Abend, statt der halben Stunde, ne, hat er einen abgefeiert. Ja. Steve Vai hat das komplette Tourset gespielt, ja. Und da ist viel mehr musikalisch gelaufen. Ja. Da gab es auch Balladen, da gab es geile Sounds, da gab es spezielle Momente. Beim Bass-Solo bin ich eingeschlafen. Egal. Jetlag. Jetlag, genau. Prost. Aber es war ein anderes Level. Es war ein ganz anderes Level. Und Joe Satriani am ersten Abend hat einen abgefeiert. Der hat dann auch noch, also nachdem ich dann schon platt war, hat er noch mit allen auf der Bühne gejammt, noch 45 Minuten, hat bis 11 gespielt. Nicht bis 20:30, sondern bis 11, bis 23 Uhr. Deswegen, also im Vergleich zu den anderen Camps, war das hier... Bei Paul Gilbert und bei Steve Vai konnte man mit dem Master jammen. Mhm. Beim Paul Gilbert sogar zweimal. Ja. Hat der Band auch sehr gut ausgenutzt. Videos, ja, Videos zu. Videos gibt es auf YouTube. Genau. Steve Vai, das Video gibt es auch. Müsst ihr euch mal unbedingt anschauen. Ja. Hat er nämlich super geil gespielt und Steve Vai hat den Kopf genickt und hat, hat es quasi approved. Genau. Official approved, dass es geil war. Meins war leider nicht so geil, weil deswegen haben wir es auch nirgendwo reingeschnitten, weil der Sound damals scheiße war. Ja, da war der Amp kaputt. Der Ende hatte das Glück, dass irgendwie gerade der Amp abgekackt ist, als er gespielt hat. Ja. Egal. Ja, egal. Auf jeden Fall. Jetzt, um ein kleines Resümee zu ziehen, würde ich sagen, also mir haben natürlich die ersten zwei, es war ein komplett anderes Level. Du hast gesagt, Joe Satriani war auch noch geil. Joe, also wenn ich die Level mache, dann ist Paul Gilbert war ein ganz kleines bisschen besser, weil es war ein kleineres Event, es waren weniger Leute, man konnte viel besser mit den Dozenten reden und so weiter. Und auch mal einen trinken. Es war wirklich sehr cool bei Paul Gilbert. Beim Vai waren geile Leute, die Konzerte waren geil. Es hat nämlich überall bei den anderen Events immer die Band mitgespielt. Ja, das stimmt, absolut. Bei allen, immer die Band mitgespielt. Es gab keinen Jam-Trick. Bei allen drei anderen Events gab es keinen Jam-Trick. Es war immer die Band dabei. Entweder die vom Gilbert, entweder die vom Vai oder die vom Satriani. Ja, und hier gab es nur Jam-Tricks, außer mit Petrucci. Weltklasse-Band. Und Joshua. Also Weltklasse-Backing-Band. Ja, und es war ja diesmal die Band da. Die Band war ja genauso gut. Ich meine, Dave LaRue und Mike Mangini sind... mit die weltbesten Musiker. Ja, und die haben einfach da gehockt und haben nichts gemacht. Man kann es irgendwie nicht verstehen. Nee, ich kann es nicht verstehen. Mike Mangini hat früher die ganzen auf den ganzen Shrapnel-Records gespielt, war auch eine Zeit lang mal bei der Sex Religion hat er eingespielt. Nee, das war wie Nicola Jutta. Sex Religion? Wie Nicola Jutta. Echt? Ja. Auf jeden Fall hat... Er war aber, ich habe ihn auf Tour gesehen mit Steve Vai, den Mike Mangini auch. Hat auf jeden Fall für Steve Vai gespielt schon. Und Dave LaRue hat mit so Größen wie Steve Morse und Eric Johnson gespielt. Also mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen. Nee, also Level von der Band ist das gleiche wie bei Satriani und Dings, aber die hatten anscheinend entweder keinen Bock, haben nicht genug gekriegt oder wollten nicht proben. Ich habe keine Zeit Ahnung. Vielleicht, keine Zeit. Keine Zeit, vielleicht weil die alle auf Tour waren und sowas. Ja. Aber trotzdem, ich meine, ich kann jetzt auch verstehen, meine, die Animals as Leaders Sachen einfach zu spielen ist jetzt schon krass. Und die Polyphia Sachen auch, aber mit Larry Basilio hätten sie spielen können. Gut, vielleicht gab es auch die Ansage, wenn nicht alle mit Band spielen können, spielt keiner mit Band, der Gerechtigkeit will. Ich weiß nicht, was da die Entscheidungsfindung war, aber ich fand es sehr schade. Und definitiv von den vier Camps, wo ich war, das Schlechteste. Was mich total geschockt hat, weil ich habe gedacht, von dem Setup her, das muss das Geilste werden. War definitiv nicht das Geilste, war definitiv das Schlechteste. Und das erste Mal, wo ich dachte... Scheiße, ich habe zu viel Geld bezahlt. Resümee, Bernd? Also wenn nicht ich nochmal... Wie viel von 10? Vergleichen wir es mit 5 von 10? Bewerten wir mal die anderen. Gilbert, 10 von 10. Vai, 8 von 10, weil der Vai zu viel gelabert hat. Nur deswegen. Ja. Konzert war der Knaller, aber der hat zu viel gelabert. Ja. Satriani, 11 von 10. War ich leider dabei, war mir ein bisschen... War das Geilste. Wenn ich nochmal auf ein Camp gehe, dann nur Satriani mit geilen Gastdozenten in New York. Da wäre ich dabei. Sonst war es das für mich. Satriani hat bei mir leider nicht gepasst, war falsche Jahreszeit im Januar. Ja, es war auch krass. Es war auch saukalt da. War direkt in Las Vegas. In Las Vegas. Es war saukalt. Ich habe gefroren. Ich war froh, dass ich zu viel Sachen eingepackt habe. Ich hatte die ganze Zeit mein Thermo-Unterhemd an. War direkt nach Neujahr. Indoor.
Also wenn ich Resümee ziehen müsste, würde ich dem Ganzen leider Gottes doch nur 3 von 10 geben. Also mir hat es wirklich eigentlich nicht so gefallen. Also die 5 von 10 gebe ich auch nur wegen Tosin und Josho. Mir hat es leider nicht so gefallen. Josho, wenn du das siehst, du warst der Geilste. Auf jeden Fall. Du warst mit Abstand der Geilste, Josho. Weißt du, aber da hätten wir auch können in Deutschland bleiben. Ja, vielleicht schaffen wir es ja zu deinem Workshop nach Italien. Ja, das kann sein. Leider für mich nur 3 von 10. Hat sich für mich absolut nicht gelohnt. Es war cool, mit dem Bernd dahin zu fahren, hinzufliegen. Fahren kann man nicht, ist ein bisschen zu weit, über den Atlantik zu fahren. Ja, noch ganz kurz, weil wir haben ja danach noch ein bisschen Urlaub gemacht. Sightseeing. Ja. Sightseeing. Erster Tag war auch ganz geil, da waren wir in den Everglades, wir wollten Krokodile gucken. In freier Wildbahn haben wir es leider nicht gesehen, aber der Guide hat uns auch erzählt, es ist viel zu warm. Die Krokodile sind im Wald da und die verstecken sich, weil die können halt nicht so schnell abkühlen, vor allem wenn es halt so Riesenviecher sind. Ja. Also über 94 Fahrenheit trauen sie sich nicht zu zeigen. Gehen sie nicht raus und auch Baby-Krokos haben wir leider nicht gesehen. Sehr schade. Sehr schade. Es war cool mit dem geilen Boot da zu fahren, wie man so es kennt bei Miami Vice. Genau, ja, so die Everglades, so übers Gras drüber. War schon cool. Und dann gab es halt eine Krokodil-Show mit halt denen, die sie halt dort vor Ort haben. Also mal so ein, so 4 Meter oder 3 Meter. Eher so kleinere, die waren aber abgerichtet und der Guide war ganz witzig und hat dann die Tür aufgemacht und die sind nicht rausgegangen. Mit Papagei, so. Mit so einem dicken Frosch, was war? Genau, der Papagei, der das Trinkgeld genommen hat und so, das war ganz lustig, ja. Ach so, und so ein Ultrafrosch, so ein Monster, was war das? So eine Monsterkröte war das. Eine Kröte, ja. Das war auf jeden Fall. Das war lustig, ja, das hat uns mal richtig schön, und dann sind wir durch Key West gefahren und man muss dazu sagen, es war extreme Hitzewarnung. Ja. Es war super warm, wir haben dreimal versucht zu schnorcheln, man hat halt so gut wie nichts gesehen, weil alles voll irgendwelche Segmenten war und so flach. Und ja, wassergrün bedeutet kein Sauerstoff. Genau. Sehr warm, also 31 Grad, das Wasser, es ist unvorstellbar. Ich glaube, habe ich einmal in der Türkei erlebt. 31 Grad, aber ansonsten, wir reden sind schlecht, also Key West ist im Herbst, Winter bestimmt monstergeil. Ja, also die Landschaft und über diese Brücken zu fahren, das war schon krass, also das ist ein Erlebnis, man muss es mal gesehen haben. Ja, absolut. Was man definitiv nicht braucht, ist die amerikanische Küche. Das fing schon im Hotel an, vom Event. Ja. Das war unteres, Wie nennt sich das nochmal? Kantinenniveau? Ja. Also definitiv die Qualität und und dann stellen sie natürlich für 250 Leute Eiswasser auf den Tisch. Ja, diese Energieverschwendung, Eiswasser auf den Tisch. Egal, ne? Wenn ich davon anfange, kriege ich mich wieder auf. Ich will mich ja gar nicht mehr aufregen heute. Ja, und dann dort auch, also jetzt haben wir auch unterwegs einen Burger gegessen mit Pommes, der war okay. Das Beste, was wir gegessen haben, und das ist eigentlich bezeichnend, war thailändisch. Ja, absolut. Das waren halt, die Köche waren Thais. Authentisch. Die Besitzer waren Amerikaner, aber die Köche waren Thais und es war authentisch. Es war geil, es hat richtig gut geschmeckt. Man hat gemerkt, dass es handgemacht ist. Fantastisch. Die amerikanischen Sachen, hier so Fisch und das war alles nix. Also Key West zum Essen braucht man da nicht hinzufahren, Leute. Also die Keys sind, wenn man schnorcheln und tauchen will, muss man entweder ganz runter, also Key West, letzte Insel, da geht es nämlich auch direkt runter. Oder Marathon, da waren wir gestern. Genau. Das ist die mittlere Keys. Wobei ich finde die mittleren Keys eigentlich viel schöner. Schöner. Ja. Am Schluss, kurz vor Key West, kommen die, kommt so ein bisschen Sumpfland. Ja. Links und rechts ist dann immer so geil. Key West ist dann wieder cool, ist touristisch, wenn man abends einen brennen will. Haben wir dann auch gemacht. Haben wir gemacht, Bernd hat es ein bisschen übertrieben. Ja. Ihm war es dann nicht so gut am nächsten Tag. Ja, das ist also alles, das braucht keiner zu wissen. Prost! Aber er hat es überlebt. Ich habe es überlebt. Also, ja, aber sagen wir es mal so, im Winter ist es bestimmt geiler, aber da ist bestimmt auch voller. Bei uns war es natürlich nicht voll, es war völlig gechillt. Aber es war unfassbar heiß, man konnte eigentlich nicht rausgehen. Und wir haben gehört von doppelten Raids, kann das sein? Von was? Doppelte Raids. Das heißt, was heißt das? Doppel Raids. Ach genau, dass es doppelt so teuer ist. Und es war schon sehr, sehr teuer. Also Doppel Raids bedeutet,
Wir haben jetzt nur 200 Euro pro Nacht bezahlt und dann zahlst du nur 400. Ja, genau. Aber und du kriegst nicht für 400 Dollar die Qualität. Das kannst du vergessen. Aber auf der anderen Seite müsst ihr euch merken, wenn ein Zimmer 200 Dollar kostet in den Keys. Da kommt noch Text drauf und was weiß ich. Kommt noch Text drauf, aber es sind meistens zwei große King-Size-Betten. Also kann man da locker eigentlich mit vier Leuten schlafen, wenn man das will. Theoretisch. Theoretisch kann man da mit zwei Pärchen schlafen, was auch immer man da macht. Ja. Also kann man die Kosten minimieren, wenn man halt mit einer Gruppe dorthin fährt und Spaß haben will. Dann wäre es halt für jeden 100 da. Genau. Also, ja, und jetzt sind wir in der Nähe von Orlando, hier auch am Strand. Und Cocoa Beach heißt es? Cocoa Beach, hat Upgrade gekriegt, in der Nähe von Daytona Beach, ne? Nein, das ist in der Nähe tatsächlich von Cape Canaveral. Cape Canaveral, ja. Cape Canaveral, Kennedy Space Center, ist ungefähr 10, 15 Kilometer von hier. Genau, haben wir uns eigentlich auch überlegt, ob wir da hin wollten, haben uns dann entgegen entschieden, weil der Alan hatte leider eine Knie-OP und kann nicht so gut laufen, deswegen haben wir das dann gelassen und haben eher so andere Sachen gemacht, aber ja. Also man muss meiner Ansicht nach nicht unbedingt hierher, Key West mal gesehen haben, ist schon cool und ja. Aber ich glaube, das Video ist jetzt schon extrem lang und ich glaube, wir müssen mal aufhören. Aber es war cool. Wenn ihr uns schwitzen seht, ist das deswegen, weil wir haben aus Geräuschgründen die Klimaanlage ausgemacht und draußen ist immer noch, glaube ich, so 35, 36 Grad, obwohl es bedeckt ist und immer noch blitzt ohne Ende, obwohl die Leute im Wasser sind. Aber wir hören jetzt mal auf und machen die Klimaanlage an, würde ich trotzdem sagen. Trotzdem war es wieder cool. War wieder super. Hat Spaß gemacht. Aber ich glaube, so schnell nicht mehr. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und denkt dran, Kanal abonnieren und so weiter. Es gibt auch die ganzen Vlogs, wo ich schon ein paar Eindrücke gebe. 9 Stück, glaube ich. Und das hier ist das Abschlussvideo. Und ja, wenn ihr so lange dran geblieben seid, Prost, ich trinke auf euch. Also wir trinken auf euch und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.